Ursprünglich die Idee des Unternehmens kam daher, wir haben 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Halbleiterei, Chip-Technologie. Und wir haben an viele der großen Sensorikherstellern Chips geliefert, drahtlose Kommunikation geliefert. Aber es gibt heute, im Bereich IoT wird erst dann richtig erfolgreich werden, wenn man eine Möglichkeit findet, skalierbare Sensorik in den Markt zu bringen. Und heute ist die Sensorik sehr kompliziert, gerade für den Endanwender oder in bestimmten Segmenten, wo man vielleicht nicht das Know-how hat, gibt es viele Probleme, die die Branche zurückhält. Und darauf haben wir gesagt, wir bauen eine Sensorik, die so nah an den Chip rankommt wie möglich. Aber aufgrund der Größe, der Robustheit von dem Chip, der Einfachheit, ist eigentlich alles drin, alles versteckt in einem geschlossenen System und natürlich auch der Kostenstruktur. Und somit haben wir uns entschieden, eine End-to-End-Sensorlösung zu bauen, die tatsächlich IoT-Wirklichkeit machen werden lässt. Disruptive Technologies wurde in Norwegen gegründet. Unser Headquarter ist in Bergen und das war im November 2013. Wir haben dann 3 Jahre gut mit der Entwicklung der Technologie verbracht, sind heute ca. 35 Mitarbeiter und haben seit Anfang dieses Jahres begonnen, in den Markt reinzugehen. Wir sehen einfach, dass es kommt nicht auf die Sensorik drauf an, es kommt tatsächlich auf Insights drauf an. Und auf Basis von Insights und den Daten der Insights Entscheidungen zu treffen, um effizienter zu arbeiten, sei das im Servicebereich, Automatisierung von Serviceprozessen, sei das im Bereich, wie man Gebäude nutzt, also die Utilization von Gebäuden, sei das im Bereich Energieersparnisse durch granulare Temperaturmaps in Gebäuden, sei das durch Feedback-Knöpfe, schlicht und ergreifend durch die Leute, die sich in dem Gebäude aufhalten, um neue Daten zu bekommen und dann Entscheidungen zu treffen, wie man den Workplace oder generell Gebäude besser, effizienter managt hinsichtlich Kostenstrukturen, aber auch hinsichtlich Qualität. Das Real Estate Innovation Network finden wir eine sehr, sehr interessante Geschichte. Schlicht und ergreifend deswegen, wir sind eigentlich keine Leute aus dem Real Estate Segment. Wir sind Technologieunternehmen. Wir verstehen von Real Estate nicht wirklich viel. Wir kriegen aber immens viele Anfragen und sehen, dass Digitalisierung ein riesen Potenzial und Möglichkeit eigentlich darstellt im Bereich Real Estate. Und für uns ist es dadurch sehr interessant, zusammenzukommen mit Leuten aus dem Bereich Real Estate, um zu erfahren, was kann man denn mit so einer Sensorik tatsächlich in der Praxis umsetzen und wo können wir mit Technologie helfen, diese Märkte mit nach vorne zu bringen.